So, und... Ich hab's vergessen. Ich hab nicht lange noch Pause gemacht zwischen den Aufnahmen. Menno, der Plan war doch gewesen, wir pausieren jetzt. Und wenn ich wiederkomme, ist die Mana voll. Na gut, können wir nicht ändern. Müssen wir halt mit wenig Mana zurechtkommen. Und machen nur... Nein. Und machen nur wirklich wichtige Dinge mit unserem Mana. Das ist doof, weil normalerweise verschwende ich das ganz gerne. Mit überall Portalen und so den Geschichten, aber... Na gut, also ihr kriegt jetzt kein Portal, um da schneller hin und wieder wegzukommen. Ihr müsst jetzt alles von Hand hin und her tingeln. Das ist denn halt mal so. Techbaum sagt, wir brauchen... Betten und Sofas? Nein. Schussscharte. Oh, die braucht nicht viel. Ja, Stein ist momentan ein bisschen doof, aber ist okay. Bauen wir 4 Schussscharten. Eisen im Schloss? Wie viele Schlösser haben wir über? 2. Na gut, 1 davon können wir bauen. Ah, das ist ganz schön teuer. Und bringt fast gar nichts. Aber es kommen 3 Käfige raus. Also was soll's kommen? Das reicht nicht. Obwohl, es wird ja erst geschmiedet. Vielleicht reicht es ja doch. Genau, hier alles schön abbauen. Den Stein brauchen wir auch. Das Drachenei. Ja, Das Drachenei ist einfach nur da. So, der stirbt bitte, bevor unsere Tür kaputt schlägt. Das muss ja nicht sein. Und hier bitte schon mal zu. Das auch weg. In 8 Minuten kommt die neue Welle. Wir haben nicht wirklich neue Rüstung oder so, ne? Und auch letztes Mal haben wir nicht besonders viel töten können. Das waren vielleicht 5-6 Skelette und dann, ne? Okay. Hier unten wollte ich den Boden noch ändern, fällt mir gerade auf. So. Weil es ist ja quasi der Keller von unserem ganzen Ding. Das sollte schon ein bisschen massiver aussehen. So. Ja, Schnecke, da sitzt du jetzt doof. Not yet. Was? Not yet. Achso, die Schnecke muss erst durchkriechen, oder was? Genau. Sehr schön, dass sie dafür extra so einen kleinen Cover haben. So, Zwerg ist weg. Zack. Zack. Not yet. Du kommst da nicht raus. Okay, du musst... Ich hasse das. Also das ist definitiv ein Bug, dass die Tiere nicht mehr aus diesem Ding da rauskommen. Obwohl, warte mal, vielleicht nur wegen dem Arm oben? Nee, ich kann es nicht ändern. Aber wir hatten das mit dem Jack hier vorhin gehabt, dass die Zwerge nicht an das Jack rankamen. Nein, ich wollte den Zwerg erwischen. Wede Zwerg. Okay. Also, dass die Zwerge nicht an den Jack rankamen, der Jack kam nicht raus und so weiter und so weiter. Das war ein richtiger Todeskreislauf. Stirb, Schnecke. So, Zombie ist tot. Arbeit. Work, work, work. Bauen. 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 Setzen. Bauen. 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 Techbaum. Techbaum sagt, wir sind fertig mit dem da, also können wir endlich Eisentüren bauen. Haben aber nur 5 Minuten Zeit dafür. F1. Reiß bitte die... Entferne Holztür, entferne Holztür, entferne Holztür, entferne Holztür. Der ein oder andere mag sich schon denken, was ich jetzt vorhabe. Ich sammle nämlich einfach alle Türen ein und zerleg die. In der Hoffnung, dass wir dann unsere Eisentüren schnell bauen können. Die Aufträge mache ich mal alle weg. Damit die Zwerge nach Hause kommen. Ja, und schlafen schicken. Du gehst unbedingt schlafen. Du hörst auf zu fischen, gehst auch schlafen. Du gehst auch schlafen. So, doppelte Geschwindigkeit. Das heißt, idealerweise sind die Zwerge, die einigermaßen voll sind mit Lebenspunkten, jetzt damit beschäftigt, die Türen abzureißen und zum Lager zu bringen. Der Rest ratzt.
Dann zerlegen wir gleich die Türen, bauen ein, zwei Eisentüren und dann überstehen wir hoffentlich diese Belagerung. So, Lager. Holztür. Ein Schloss? Nee. Ein Schloss. Ein Eisen. Okay, bauen wir noch ein paar Schlösser, was soll's. Schloss braucht drei Eisen. So, zwei Schlösser. Wir hätten ja Eisentüren, brauchen Eisen, verdammt. Fangeisen können wir nicht zerlegen. Eisenkäfig können wir nicht zerlegen. Haben wir irgendwas? Die Laternen, oder? Können wir nicht zerlegen. Ich hätte gerne Eisen wieder. Eiserne Spitzhacke. Ein Eisen. Stahlspitzhacke, warten ganz kurz. Haben alle eine Stahlspitzhacke? Nee, die da nicht. Gut, dann rüsten wir die mal mit den Stahlspitzhacken aus. Stahl, Eisen. Also die mit dem orangen Griff ist besser. Wir haben alle noch Eisenspitzhacken, was zur Hölle. Wir haben also Gerogon aus der Vergangenheit irgendwann sinnigerweise Stahlwerkzeug hergestellt. Und der drauffolgende Gerogon der Vergangenheit und ich haben es versäumt, hier anzulegen. Ja, gut. Da. Eiserne. Auseinander, 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 auseinander. Rostiges Blub. Ja. Schaden 17 kann auch zerlegt werden. Was? Ist komisch. So. So. Die konnten auch weg. Ja, das wird auf jeden Fall für ein paar Türen reichen. Sehr gut. Die behalte ich erstmal. Du kannst noch weg. So, Tür. Eisentür. Schlösser. Drei Stück. Eins, zwei Türen, die erst noch hergestellt werden müssen. Komm schon, schmiedet schneller. Wir haben gerade unsere Türen abgerissen und wir haben gleich eine Belagerung. Genau, ihr zwei Zwerge macht das hoffentlich. Das könnte uns echt eng werden. Die lassen wir mal so. Also es könnte echt eng werden, weil die haben es ja schon geschafft, durch drei Türen durchzukommen bei der letzten Lagerung. Und die hier wird schwerer werden, weil das ist halt, ne, das Thema. Die Fällen werden immer schwerer. Und da kommen die Türen, sehr gut. Drei Minuten, warte mal, da könnten wir es hinbekommen, die äußeren Türen zu entfernen. Genau. Komm, sammeln Sie auch ein. Sammeln Sie auch ein. Genau. Eisentür. Eisentür. Zwei Minuten noch. Na, das bringt nichts, irgendwo ein Portal aufzumachen und Eisen abzubauen. Das kriegen wir nicht hin. So, du. Zu. Klack. Du. Drehen. Zu. Klack. Und jetzt stellen wir Stucke hier. Prioritäten und so. Sand, Wasser, Ton. So. Dahin. Ersetze Erde. Ersetze Erde, ersetze Erde, ersetze Erde, ersetze Erde. So. Anderthalb Minuten noch, eigentlich weniger wegen doppelter Geschwindigkeit. Die Zwerge müssten soweit ausgeruht sein. Haben jetzt auch Stahlspitzhacken, was das ganze Abbauen ein bisschen schneller werden lässt. Wirklich viele neue Ausrüstung für den Kampf haben wir, glaube ich, nicht gehabt. Wir hätten einen Nahkampfbuch im Angebot. Helm und Schuhe hatten alles. Das Einzige, was fehlt, sind die Eisenrüstungen. Davon haben wir halt noch keine, weil wir nicht genug Eisen haben. Aber gut. Welle kommt gleich. Das schaffen die Jungs noch kurz aufzubauen. Dann wird getötet. Mit derselben Taktik wie vorher auch. Wir lassen sie erstmal kommen. Dann machen wir hinter ihnen ein Portal. Bringen 4, 5 davon um. Lenken den Rest ein wenig ab. Und lassen dann den Morgengrauen den Rest machen. Achso. Nee. Benutze Tür.
Wo kommst du denn her? Komm, geh durch. Wille kommt gleich. Geh durch. Danke. Benutzen, benutzen. Und rein sicherheitstechnisch nochmal da zwei neue Türen hin. Portal. Dahin. Töten. Antumata. Genau. Ein kleiner Teil kämpft jetzt hier gegen die Tür, der Rest wird abgelenkt von unseren Zwergen. Wir schneiden also quasi den Nachschub ab. Oder sie schneiden uns ab, eins von beiden. Schneiden definitiv uns ab. Okay. Neues Portal da. Wir sind noch bei 9 von 9. Jo. Du siehst nicht gut aus. Vollkommen falsche Richtung, Zwerge. Vollkommen falsche Richtung. Und du hast richtig Glück gehabt. Da hatte einer noch ein Fitzel Herz. Komm, ab ins Portal. Du bist auch fast tot. Geh da rein. Hier, noch ein Portal. Haut ab, haut ab, haut ab. Gut. Eisentür hält wacker. Aber auch nicht mehr lang, so wie man die Risse hier sehen kann. Und alle Zwerge schlafen. Komm schon, Morgengrauen. Was machst du da? Opferst du dich für die Gruppe, oder wie? Nee, du sammelst Gehirne ein. Wir hatten ein großes Skelett und zwei kleine abgelenkt und... Mit dem Gehirn im Schlepptau lenkt er alle Zombies ab. Also ich glaube, es war eher wegen dem Sonnenaufgang, aber es sah sehr cool aus, wie er mit dem Hirn im Rucksack wegläuft und die ganzen Zombies hinterher. Brains, Brains. Ah, herrlich. Und die Tür hat die ganze Nacht durchgehalten. So, benutzen. Ne, warte, benutzen. Wir sind viel zu weit weg. So, Zwerge, die jetzt wach sind, kommen töten. Okay, kein Zwerg ist wach. Es wäre jetzt ärgerlich, wenn die Zombies das tagsüber schaffen würden, wenn die Skelette das nachts nicht geschafft haben. Aber okay. Naha, ein mutiger Recke. Ohne Zombiehirn im Rucksack. Denn wären das ja eigentlich Zombie-Kannibalen, wenn sie ihre eigenen Hirne fressen würden, oder? Sehr skurrile Vorstellung, aber na gut. Komm, du hast anderthalb Leben. Du kannst... Du bist doof. Ein Schritt weiter, du bist im Portal. Du könntest sogar noch angreifen, so viele Lebenspunkte hast du. Wo ist mein Feuer... Ich habe nicht genug Mana für den Feuerball. Jetzt sind es schon zwei. Einer von denen traut sich wenigstens ab und an mal anzugreifen. So, ein Zombie tot. Kaum sterben die Zombies, traut sich der Rest auch wieder, huh? So, weg, weg. Weg, benutze Tür. So. Was für ein Heckmeck. Du musst auch noch weg, du musst weg, du musst weg. So, Bauerde. Eigentlich müssen die Zwerge jetzt alle wieder schlafen, aber ich will ein bisschen was machen auch. Achso, die Tür sollte auch aufgemacht werden, ja. Wobei, eigentlich haben wir jetzt 40 Minuten Zeit, das heißt, wir können alle Türen wieder entfernen und hoffen, dass wir ein, zwei Schlösser rausbekommen. Wow, warum ist die Eisentür weg? Wegen den doofen Mumien. Und weil sie offen stand wahrscheinlich. Ja gut, also die ja auch noch bitte töten, vor allem weil unsere Haustür offen steht. Danke. Hunger. So. Einsammeln, einsammeln, einsammeln. Dich. Was? Dich zerlegen. Drei Schlösser, das ist gut. Eisen. Wir könnten jetzt runtergehen und Eisen abbauen, aber ich bin mal faul und
kauf einfach ein bisschen Eisen. Ein Gold, drei Eisenklumpen. Ein Gold, zwei Eisenbarren. Also Stahlbarren, brauchen wir noch Kohle. Wir brauchen eh Eisen so. Also 1, 2, 3, 4, 5. So, genug Eisen. Plopp. Einmal einsammeln bitte. Daraus stellen wir jetzt Türen her und haben dann das hoffentlich für ein paar Wellen Ruhe. Und müssen uns nicht wirklich den Kopf machen, dass irgendjemand bei uns reinkommt. Was noch? Also ja, demnächst trotzdem eine neue Mine anlegen. Aber das passt schon.